Herzlich willkommen bei Schneekerlbe. Wie ihr bemerkt habt, bin ich nicht Eisgab. Und das ist auch nicht Peggy. Und das ist auch nicht... Niki. Also, bei Schneekerlbe geht es heute darum, die komischste Art, um ins Gefängnis zu kommen. Fangen wir an. Habe ich das schon gesagt? Ja, hast du. Okay, tschüss. Hi, ich bin Kuhn, ich bin in der Schule. So, Kindchen. Hast du auch schon deine Hausaufgaben gemacht? Ja? Oh, warte, ich habe was vergessen. Ich komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wo sind denn deine Hausaufgaben? Da. Ah, okay. La 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 la. Ich male einen Mensch. La 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 la. So. Perfekt. So, ich lege sie auf deinen Fertigplatz. Kindchen, wie hast du es nur gewagt, das da zu machen? Was denn? Du hast auf den Tisch gemalt. Ich rufe die Polizei. Nur weil ich darauf gemalt habe? Oh ja. Nein, Hilfe, Polizei! Gut, ruft die selber Polizei. Nein, die will ich hier nicht. Doch, Ja, hier ist ein Lehrer und ich habe jemanden zu verklagen. Jo, wer ist das denn? Hier hat mein Schüler auf den Tisch gemalt. Was? Natürlich. Puh. So unhöfliche Kinder. Ja, sagen Sie mir nur die Adresse. Okay. Also gut. Gut, das Kindchen wird in jedem Moment festgenommen. Wieso muss ich nur wegen Tischkritzelei ins Gefängnis? Weil ich's kann. So, hier ist die Polizei. Was ist denn los? Ist es dieses Kind? Oh ja, dieser Idiot da hat versucht abzuhauen. Aber ich, der geile Lehrer, habe es verfesselt. Gut, du kommst jetzt mit, du kleine Kritzler. Hey, ich heiße nicht Kritzler. Ja. So, los, kleine. Hey, das ist aber nicht sanft, wie du mich loslegst, ja, Pech. So, das Gericht hat entschlossen, dass du verklagt wirst. Wir haben nicht mal... einen Protest gemacht. Was auch immer, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ja, Pech, finde ich egal. Los geht's. So, hier kommt der Weg gerufen. Wer ist der Angeklagte? Wo ist der? Jeder Typ da, auf die Kamera gerade zoomt. Das da? Ja. Gut. Ich bin kein das. Wer ist der Zeuge? Zeuge? Ich und ich. Nur ein Zeuge tritt vor. Es sind alle Zeuge, aber er ist gerade vorgetreten. Juhu! Gut. Geht da gar nicht. Was passiert? Opa Hans, sei leise. Sag doch nicht auf der Kamera, dass ich Opa Hans heiße. Opa Hans, sei leise. Ich heiße nicht Opa Hans. Was ist passiert? Warum bist du hier? Es sind so von deinen eigenen Worten. Hab auf den Tisch gemalt. Wir sind in einem... Das ist schrecklich. Das Zeuge, was hast du gesehen? Ich habe gesehen, der Lehrer hat die Hausaufgaben nachgeguckt und Kuh hat auf den Tisch gekritzelt. Ich kann dir sogar ihr Gekritzelte zeigen. Da! Und sie hat sich mal versucht auszuradieren. Das ist doch unhöflich. Okay.
Wie konntest du es nur wagen? Ich erkläre dich hiermit verurteilt, geköpft zu werden. Was? Na? Nein, okay. Wir haben nicht mal richtig gemacht. Wer ist dein Anwalt? Ich. Okay, was sprichst du Gutes für ihn? Er ist der Herrscher. Was ist dein Puzzle? Er ist der Herrscher unseres Landes. Das ist nichts Gutes. Wenn er der Herrscher des Landes ist, warum wird er dann verklagt? Ich bin trotzdem dafür, dass wir ihn jetzt köpfen. Nein! Und dann möchte ich jetzt gefälligst was Gutes von dir hören. Ich hab gesagt, warum ich es tue. Jemand hat mir gedroht, sonst werde ich geköpft. Und wer? Guck. Hörnchen! Wo ist das? Das, ich hol's mal. Okay. Was ist? Ich wurde doch nur gerufen. Ja, genau. Klatsch. Jetzt in, ja, aber was bist du da? Hem! Ja, hat angefangen. Na, du bist richtig. Wer bist du? Ich bin Hörnchen. Du. Jo. Können wir jetzt mal weitermachen? Natürlich. Wer bist du eigentlich? Ach, genau. Das da behauptet, von dir gezündet worden zu sein, auf den Tisch zu Was sagen. Ist das? Weiß nicht. Doch. Er lügt, er will nur nicht verklagt. Lügst du? Ja. Okay. Weil er die Wahrheit sagt, wird er nicht verklagt und Gu kommt ins Gefängnis. Okay, aber weil du trotzdem auf dich nicht gewartet hast, kriegst du das Wochenende lang Gefängnisarrest. Ich habe eine bessere Idee, sie wird geköpft. Ich weiß, ich wollte das ja eigentlich auch, aber dann dürfen wir das leider nicht. Du bist der Richter? Naja, ja. Ich habe nichts dagegen. Aber ich bin ein gerechter Richter. Ich habe nichts dagegen. Und hast du was dagegen? Nee. Ich habe dich gefragt. Ja. Ich nicht. Nein, ich auch nicht. Du bist ein Anwalt. Ich mag sie aber nicht. Sie hat mich gezwungen und mir Geld dafür gegeben. Oh. Okay. Du kriegst was hin. Aha, ein ja. Ja, okay. Ey, das Welt war. Da? Hallo, hier ist sein Psychologielehrer. Er muss eine Superoperation haben, weil er total behindert ist. Diese Kuh, die gerade gesprochen hat. Ah, das stimmt nicht, du Beleidiger! Oh mein Gott! Nee, er ist ausgebrochen! Köpft ihn! Warte, nein, ich bin unschuldig! Nein! Okay. Wow, wo ist denn ihr? Hier war mal ihr Kopf. Komisch, wo ist der Kopf jetzt? Egal, nehmen wir das Ding jetzt und bringen es weg. Okay, ich schmeiß weg. Whee! So. Correct! Was ist denn das? Hey, das Video geht gerade zu Ende. Und hey ho, ist nachgemacht von Logo. Das Was ist denn dies? Hallo, ich bin's, Eiskrab. Willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir Kuh geköpft. Wie hat's euch gefallen? Schreibt's mir in die Kommentare zu Binka. Was denn dies? Bye. Mach die Kamera jetzt aus. Das Video ist nicht zu Ende. Also. Ich hab meinen Kopf zurück und jetzt werden die alle Rache nehmen. Ich hab eine Schere. Ich hab auch eine Schere. Nein, hat eine Schere. Du. Ich bin ja richtig. Ach. Die Kamera ist Ihnen gefallen. Das ich mache jetzt mal psychiatrische Operation. Bruder, ah! Ja. Ihr müsst doch nicht immer prügeln. Du bist meine Frau. Nein! Ein Schuh! Okay, du bist meine Bar. Sack! Hä? Erst ein Tschüss! Zum Glück kann man die Kamera... Hä? Zum Glück kann man in der Fernsehkamera diese... wegmachen. Ja, man hat nicht gehört. Was? Hat man nicht gehört. Marlin spielt jetzt Minecraft. So! Eiskopf, du kannst herkommen! Ich passe uns. Und jetzt sagst du, was denn ist Bye-Bye?
einfreist in die Bye bye. Stop, Marlene spielt noch Minecraft. Ich spiele Marlene. Das wollen die alle sehen. Tschüss.